Hallo, in diesem Video sehen wir uns die Fragen an, wo, wer, wann, wie und was. Wann ist er angekommen? Um 15 Uhr. Wo lebst du? In Prag. Wie nennt man das? Eine Katastrophe. Wer wohnt da? Meine Oma. Was ist hier los? Eigentlich nichts. Und noch einmal? Wann ist er angekommen? Um 15 Uhr. Wo lebst du? In Prag. Wie nennt man das? Eine Katastrophe. Wer wohnt da? Meine Oma. Was ist hier los? Eigentlich nichts. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. In diesem Video setzen wir ein Wie, groß, heißt, viel, viele oder oft. Wie oft hast du ihn gesehen? Dreimal. Wie viele Kinder hast du? Drei Kinder. Wie groß bist du? 1,72 Meter. Wie viel kostet das? 6,99 €. Wie heißt die Sonne auf Italienisch? Il Sole. Und noch einmal? Wie oft hast du ihn gesehen? Dreimal. Wie viele Kinder hast du? Drei Kinder. Wie groß bist du? 1,72 Meter. Wie viel kostet das? 6,99 €. Wie heißt die Sonne auf Italienisch? Il Sole. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Hallo, in diesem Video setzen wir die Pronomen im jeweiligen Kasus ein und verwenden dazu die Verben in der lila Box. Beschreibt er es ihm? Nennst du es ihm? Schickst du es ihm? Leiht er es ihm? Kauft er es ihm? Bringst du es ihm? Schreibst du es ihm? Und noch einmal. Beschreibt er es ihm? Nennst du es ihm? Schickst du es ihm? Leiht er es ihm? Kauft er es ihm? Bringst du es ihm? Schreibst du es ihm? Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann, ciao!
Hallo, in diesem Video sehen wir uns die Wörter trotz, obwohl und trotzdem genauer an. Zuerst die Sätze. Punkt, 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 sie ihn noch nie getroffen hatte, hat sie ihm, Punkt, 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 alles über sich erzählt. Punkt, 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 der Zweifel und, Punkt, 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 sie es hätte besser wissen müssen, Punkt, 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 war ihr nichts aufgefallen, Punkt, 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 war sie glücklich. Setzen wir ein. Obwohl sie ihn noch nie getroffen hatte, hat sie ihm trotzdem alles über sich erzählt. Trotz der Zweifel und obwohl sie es hätte besser wissen müssen, war ihr nichts aufgefallen. Trotzdem war sie glücklich. Und noch einmal, obwohl sie ihn noch nie getroffen hatte, hat sie ihm trotzdem alles über sich erzählt. Trotz der Zweifel und obwohl sie es hätte besser wissen müssen, war ihr nichts aufgefallen. Trotzdem war sie glücklich. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann, ciao. Und jetzt die Wiederholung zum Selbstüben. Hallo, in diesem Video sehen wir uns die Wörter als, wann, wenn und ob genauer an. Zuerst der Text. Punkt, 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 ich ein Kind war, wollte ich, Punkt, 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 Busfahrer arbeiten. Ich fand es toll, Punkt, 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 man immer unterwegs ist, Punkt, 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 ich erwachsen wurde, fragte ich mich, Punkt, 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 man dabei viel verdient und, Punkt, 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 man frei hat. Setzen wir ein. Als ich ein Kind war, wollte ich als Busfahrer arbeiten. Ich fand es toll, wenn man immer unterwegs ist.
Als ich erwachsen wurde, fragte ich mich, ob man dabei viel verdient und wann man frei hat. Und noch einmal, als ich ein Kind war, wollte ich als Busfahrer arbeiten. Ich fand es toll, wenn man immer unterwegs ist. Als ich erwachsen wurde, fragte ich mich, ob man dabei viel verdient und wann man frei hat. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Und es wäre schön, wenn ihr Mitglied auf dem Kanal würdet. Bis dann. Ciao. Und jetzt die Wiederholung zum Selbstüben. Setzen Sie ein. Hier haben wir die verschiedenen Möglichkeiten für die Fragewörter: wer Nominativ, wen Akkusativ, wem Dativ und wessen Genitiv. Zuerst die Sätze. Punkt, Punkt, Punkt hat das gesagt. Über Punkt, Punkt, Punkt spricht er immer. Von Punkt, 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 hast du das? An, Punkt, 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 erinnert dich das? Für, Punkt, 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 hast du dich entschieden? Mit, Punkt, 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 möchtest du verreisen? Setzen wir ein. Wer hat das gesagt? Nominativ. Über wen spricht er immer? Wen? Akkusativ. Von wem hast du das? Wem Dativ. An wen erinnert dich das? Wen Akkusativ. Für wen hast du dich entschieden? Wen Akkusativ. Mit wem möchtest du verreisen? Wem Dativ. Und noch einmal alle Fragen. Wer hat das gesagt? Über wen spricht er immer? Von wem hast du das? An wen erinnert dich das? Für wen hast du dich entschieden? Mit wem möchtest du verreisen? Ich hoffe, dass euch das Video gefallen und geholfen hat. Wenn das so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Und es wäre schön, wenn ihr Mitglied auf dem Kanal würdet. Und jetzt die Wiederholung. Ciao!
Hallo, in diesem Video sehen wir uns das Präteritum und das Plusquamperfekt ein bisschen genauer an. Und noch einmal kurz zur Erinnerung, das Plusquamperfekt. Wir sagen, er oder sie hatte gemacht, wenn man sich nicht bewegt, und er oder sie war gekommen, wenn man sich bewegt. Zuerst die Sätze. Nachdem sie ... kochen ... decken sie den Tisch. Bevor sie sich einen Tee ... machen ... sie ... abräumen und ... abspülen. Setzen wir ein. Nachdem sie gekocht hatte ... deckte sie den Tisch. Präteritum. Bevor sie sich einen Tee machte, Präteritum, hatte sie abgeräumt und abgespült. Hatte abgeräumt und abgespült sind Plusquamperfekt. Merken wir uns noch einmal, das Plusquamperfekt steht in der Vorvergangenheit, das heißt meistens mit den Konjunktionen nach dem und bevor. Etwas ist also vor der normalen Vergangenheit passiert. Und jetzt noch einmal die Sätze. Nachdem sie gekocht hatte, deckte sie den Tisch. Bevor sie sich einen Tee machte, hatte sie abgeräumt und abgespült. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen und geholfen hat. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Tschüss. Und jetzt die Wiederholung.